schon in unser Bobbycar einen Motor eingebaut. Jetzt haben wir uns gedacht, dass wir mal ein Petcar motorisieren könnten mit ein oder zwei Motoren von unserer fliegenden Badewanne. Damit hatten wir jetzt schon vor, ich glaube, einem Jahr fast angefangen. Unser Ziel war es, danach mit unserem Kinderspielzeug gegen den Fabian Rennen zu fahren und möglichst zu gewinnen. Dabei ist allerdings nicht alles glatt gelaufen, das seht ihr jetzt gleich. Die alten Plastikräder hier sind jetzt ein bisschen zu schrottig für unsere 40 PS. Deswegen nehmen wir da jetzt so alte Karträder und dann auch eine Kartachse, damit wir die Kraft wirklich übertragen können. Da kam eine scheiß Stichflamme raus. Das war der Regler, Alter. Also der Regler hier war jetzt eindeutig etwas zu schwach. Das hat jetzt ziemlich lange gedauert, da was zu finden, was wirklich geht. Und zwar haben wir jetzt einen Regler, der ist etwas viel größer und auch einen anderen Motor. Der sollte auch besser dafür geeignet sein. Das ist ein Lynch-Motor. Den versuchen wir jetzt mal da hinten drauf zu bauen. Wir bauen jetzt hier noch einen Not aus, und zwar aus dem alten Lichtschalter. Da kommt man dann gut dran, wenn es mal richtig riskant wird später.
So, ich teste jetzt nochmal die Beschleunigung von unserem Catcar. Jetzt im Moment haben wir das kleine Ritzel drauf, das sollte für die Beschleunigung richtig gut sein. Aber ich denke, dass es noch nicht so eine hohe Maximalgeschwindigkeit hat. Da können wir nachher nochmal überlegen, ob wir dann ein großes Ritzel nochmal drauf machen oder ob wir es so lassen. Hier auf der neu gebauten Straße. Hier können wir ausnahmsweise mal legal fahren. Wir wollen jetzt mit dem Kart hier ein Rennen gegen den Fabia fahren. Wir haben für euch jetzt diese coolen Sticker hier gemacht. Sie sind aus einer Spezialfolie mit so Holo-Effekt. Die leuchten im Sonnenlicht. Den Link dazu haben wir euch in die Beschreibung gemacht. Wir bauen die Ziellinie hier jetzt aus Kartons. Und welches Auto dann zuerst durch die Kartonmauer fährt, hat gewonnen. Echt ein bisschen höher geworden als gedacht. Also ich würde sagen, das Rennen kann losgehen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ich würde sagen, von der Beschleunigung her ist es auf jeden Fall geiler. Aber Höchstgeschwindigkeit hätte ich längst nicht durchgehalten. Ja, ja. Ja, ich glaube, ja. Bei 50 km/h ist etwas Schluss. Aber wir können ja nochmal das Ritzel tauschen und dann im nächsten Video geht's richtig ab. Ja, ich finde, es hat schon mal mega Spaß gemacht, jetzt mit dem Catcar zu fahren. Im nächsten Video wollen wir noch ein paar andere Sachen damit machen. Vielleicht nochmal durch die Waschanlage fahren oder ein Rennen gegen unser Bobbycar fahren. Schreibt da mal in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche coolen Ideen habt und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Vielen, vielen Dank nochmal an Broken Head für die Helme. Die sind echt mega cool. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Da haben wir auch nochmal den Link zu den Stickern, wenn ihr davon welche haben wollt. Und für die Helme gibt es auch nochmal einen Rabattcode. Ja, nächsten Montag kommt nochmal ein Video über unsere Höhle. Da ziehen wir jetzt für 24 Stunden ein. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.